Herzlich willkommen, Leute. Eine Runde Fortnite BR mit Kundran. Guten Tag. So die zögerliche, hast du? Eine Munition. Da war der Schirm von Kundran. Ja. Bandagen und Munition. Aber auf der anderen Seite müssen noch was sein. Ja. Munition. Noch, wir haben noch gar keine Waffe jetzt. Nur Munition. Ja, nimm du rechts die Waffe. Rechts? Rechts ist eine Waffe, ja. Ich habe hier eine Pistole. Auf der Brücke? Nee, hinter der Brücke, hier rechts. Da. Ist auch nur eine Pistole, scheiße. Ich lasse es trotzdem jetzt liegen. Ja, ich bin da. Wollte in Prison gehen, aber Prison war schon voll, leider. Da habe ich noch die Mini-OC. Ah. Ja, gibt ja ein paar kleine Häuser hier. Ja, wenn ihr Bock auf Fortnite habt, Kunal und ich haben das ein bisschen so geplant, dass wir das wie bei Culling machen, dass wir zwei Folgen einfach aufnehmen. Ob die jetzt am selben Tag aufgenommen wurden, ist egal. Ihr seht sie halt, also ihr könnt gleich zu Kunal auf dem Channel gehen und dann noch eine Folge Fortnite gucken. Also, wo ich natürlich auch mit dabei bin. Also, das ist halt wie damals zu Culling-Zeiten, wo wir mal zwei Folgen aufgenommen haben und die dann auf den unterschiedlichen Channeln gebracht haben. Bedeutet anders, ihr habt jetzt einfach doppelt so viel Fortnite-Content, wenn Kunal so viel Spaß in dem Duo spielen. So, leider keinen guten Start und ja, Zone ist ein bisschen weg. Ja, aber die Map ist halt relativ klein, man kommt relativ gut überall hin. Ja, aber dafür kriegt jetzt keinen Loot mehr. Das stimmt. Also wir müssen jetzt hier irgendwo unterwegs noch was mitnehmen. Da rechts ist noch was drin, unten jo, und oben ist eine Kiste. Ja. Ich habe gar nichts zum Bauen, sehe ich gerade. Auch nicht. Blaue Eier. Runter, nope. Blaue Eier hast du, ne? Ja, blaue Eier habe ich. Hast du schon Granaten gefunden, zufällig? Nope. Also Raketen. Noch gar Granaten nee. Sind falsch. So eine Pistole, ne? Nehmen Sie mal mit. In der Stadt wird doch bestimmt auch noch was los sein, oder nicht? Das Tomato Town? Nein, ne? Tomato Town ist im Norden. Das Retail Row. Schild. Auch noch was Blaues. Okay. Oben ist eine Kiste, gehst du hoch? Ich hab nichts zum Bauen. Okay, warte. Da oben ist auch noch was Blaues drin. Ich sehe gerade nicht genau, was es ist. Also im Turm oben. In Retail Row sind auf jeden Fall Leute gelandet. War das gar nicht geplant? Also Falle. Okay, naja. Machst du hier jetzt? Na. Okay. Der Berg war nach innen invertiert. Der war invertiert. Ja, gut, dass du den Schildrank hast. Eine graue Shorty habe ich gefunden. Das Auge des Sturms wird kleiner. Ich gar nicht. Ja, hier rechts waren halt schon hier wieder noch geballert. Ja. Die müssen aber gleich da rauskommen, ne? Also wir könnten da am Steg warten und dann die Leute, die alle aus der Stadt rennen, töten. Jo. Das ist NE, ne? Ja. Ja. Wenn sie sehen könnten, während sie kämpfen, wären noch besser. Ich habe ihn kurz gesehen, hinter dem Zaun. Der Pumpkin. Okay, der war alleine scheinbar. Ja, vielleicht mittlerweile. Es stand aber lange keine Nachrichten mehr da. Doch, guck mal, der hat gerade erschossen vor unseren Augen. Okay. Steps. Der hat ein Medikit. Okay, alles gut. Ich habe auch gerade ein Medikit. Die Steps.
Nimmst du den Schildtrank noch mit? Kann ich machen, jo. Hier mit dem Zaun drüber, danke. Ich benutze den direkt. Wie sieht's munimäßig aus bei dir? Wie bitte? Munimäßig? Ja, es geht. Ich hab viel. Was brauchst du? Lass kurz reingehen noch, wir haben ja noch Zeit. Was brauchst du? Eine AR wahrscheinlich, also ne? Ja, ich hab 39 AR-Muni, hab ich. Ja. Also. Jo, danke. Holy shit. Wie lattest du? Also ich hab einfach die Hälfte, ich glaub 100 und hatte ich. Holy shit. Der hatte ein Schild auf jeden Fall, weil ich habe ihm einen Raketenwerfer. Es kommt da vor uns 300 Grad, ein Baum weiter. Tot. Ja, auch direkt down. Ich gehe mal durch eben. Ich weg. Ah, shit. Ja, ja. Ja, die Autosniper war schon nice jetzt. Ich hab nichts aufgehoben. Ja, nein, ich meine. Also nicht, das war kein Vorwurf, aber da müsste ich die episch liegen lassen. Das mein. So. Was? Ich habe gesagt, die Autosniper war schon nice, aber ich spiele halt lieber die AWP. Es war so, wenn sie nicht gedroppt wäre, hätte ich die Autosniper gespielt. Will ich wechseln oder will ich nicht? War nicht an dich. Ja. Oh. Hinter uns. Glaube ich. Ja, der ist hinter uns. Muss auch noch kommen. Muss auch noch ein bisschen laufen. Je weiter wir von der Zone wechseln, desto besser können wir durchgucken. Wenn wir da Westen ist ein Gegner. Schlimm ist, dass auch der hinter uns noch da ist. Ja. Der hinter uns. Unten hinterm Haus ist einer. Süden. Der hat einen Header gekriegt, der hat ein Schild gehabt. Wird es die Zone weg? Es geht. Einer rennt da hinten weg, das wird er gewesen sein. Ganz im Süden läuft einer weg. Hinter dem Haus, da wo mein Raketenwerfer hinfliegt, müsste eigentlich einer sitzen. Einer pusht uns von der Seite hier. Der kommt jetzt, das ist der erste. Kann das hier unten an meine Mauer gehen, Konrad? Jo. Und dann jetzt hier links ist er schon. Das ist nicht der, der da steht. Hier ist einer close. Eine. Ja, ist hier oben. Ich sehe ihn. Der ist down. Ja. Fuck it. Sein Mate war der in dem Container. Close bei mir. Haben sie. Nice. Okay. Jetzt auf die anderen noch aufpassen. Irgendwo ein Medikit oder so? Ich hab noch. Die anderen pushen von links, Kundan. Der andere ist hinter dem Baum. Hinterm Baum. Jo. Sehr gut, ich hab zwei Medikits, Kundan. Jo. Ich drop erst eins. Hier. 45 Sekunden noch bis zur nächsten Zone. Ich weiß nicht, wie lange wir rennen. Noch mal durchlaufen. Okay, weiter. Schildtrank. Nimm du ruhig. Ja, ich bin gerade dran. Wie weit ist die Zone weg? Geht, wir müssen laufen. Der Meinung. Oh fuck, ich habe meine AR gedroppt. Ja, ich dachte, ich hätte sie aufgehoben. Sie ist weg. Ungelogen. Kundan. Ja, ich muss jetzt. Ich hab sie, komm mit. Okay. Ich hab sie doch. Ich drop sie jetzt einfach hier. Jo. Lol, ich hatte noch einen Slot im Inventar, deswegen hab ich sie. Ich hab die blaue aufgehoben, dachte auch ein blauer, ja. Und dann war sie weg, ich hab sie nicht bekommen. Ich war so, oh cool, ich hab halt auch noch einen Slot im Inventar, super, kann ich aufheben, so. Jetzt gerade so gecheckt, scheiße, mir fehlt meine Eier. Alles nachgeladen. Die Zone wird Damage machen, wenn sie uns erreicht. Ist die zweite oder die dritte? Oh, ich glaube schon. Ne, ist erst die zweite. Wenn das die zweite oder? Ist, 2 Damage pro Sekunde. Okay, ist das nicht abhängig von der Spielerzeit? Ne, ist zonenabhängig. Okay. Die dritte macht 10 Damage pro Sekunde, deswegen ist.
Und wenn die Zone den Rand erreicht hat, macht es ja doppelten Schaden. Das weiß ich. Okay, wenn das auch so ist, ja. Aber ja, ab der dritten Zone ist erst gefährlich. Wenn das jetzt die zweite ist, dann ist alles noch gut. Nein, das ist die zweite. Aber wir schaffen es, glaube ich, eh rein. Das Reinschaffen ist ja nicht das Problem. Eher, wie viel Pech haben wir und hier steht ja einer. Und zur Loot will er mal eine Mauer bauen. Und hier machen. Ist ja eine schöne Ecke ja eigentlich. Richtung. Also. Nächste ist auch relativ nah. Ja, da müssen wir jetzt. Okay, also von Gegner SW. Bei der Hütte. Ja. Oh, das war ein knapper Schuss. Da kam noch ein Schuss. Kunan, von der Loot-Villa. Okay. Ja. Ist doch noch mehr. Wo ist der andere Schütze? Dass ich den nicht getroffen habe, stört mich gerade ein bisschen. Vielleicht in der Loot-Villa in einem Fenster. Unten am Wasser. Ich treffe auch nichts. Scheiße, ich werde von der anderen Seite, glaube ich, beschossen. Hast du Mandagen mitgenommen? Ja, habe ich. Hallo, auswählen. Guck mal nach links, SW lieber. Die sind wichtiger. Ja, die schießen jetzt auch auf uns. Ja, ich sehe sie. Stehen immer noch an der Hütte. Da habe ich halt da habe ich zwei Gratis-Schüsse gehabt gerade. Pushen uns. Das wäre schön. Da rennt rechts weg, oder? Wo ist jo, der andere? Der andere ist noch relativ dicht am Haus. Wie weit ist der rechts schon? Den einen am Haus habe ich gesehen. Ist weiter, Kunan. Jo. Ich würde sagen runter, oder? Also hier. Ich hätte auch gesagt runter, ja. Weil oben können uns beide Seiten treffen. An der Stelle. Oh fuck it. Baum. Den Baum. Könnten jetzt hier oben, können die auf dem Berg schon sein? Müssen sie ja, oder? Ja, die können auch durch die Schlucht. Hier hinten ist eine Schlucht beim Haus direkt. Da liegt Loot. Da liegt Loot. Ja, was hier alles an Loot liegt. Da baut einer NW 300. Hüpf weg. Geht. Hat einen zwei, Hit von zwei, mir auch zwei. Noch. Oh fuck it, der finisht mich. Ich hab nur 18 AP. Acht, schnell. In der Zone, oder? Wenn ich nicht in der Zone bin. Doch, wir sind beide in der Zone. Ach, du hast ja auch gar kein Leben. Holy shit. Haben die was an hier gedroppt? Holy shit, ey. Ein HP. Oh. Aber geht nicht. Nicht beirren lassen, wenn was passiert. Ja, da war ich zu aggressiv gerade. Ja, du hast den anderen nicht gesehen. Aber ja, okay. Ich kann, wie du magst, was du lieber spielst.
Ich spiele durchaus gerne M4, also so ist ja, es nicht. Okay. Würde hier hinten mal den Shotgun noch nehmen. Damage pro Sekunde. Und wenn dann Medikit liegt, wäre mir das halt wert. Sieht aber nicht so aus. 10 Damage pro Sekunde. Hast du eine Sniper, eine richtige? Ja. Oh, ich habe eh keine Munition. Ich habe zu viel Muni. Warte, dann würde ich die mitnehmen und. Oh, aber ich weiß nicht, was ich droppen soll. Gut, wir müssen schauen, dass wir erstmal einen Überblick über die Situation kriegen. Ja. Der eine ist ja auch immer noch weggelaufen, zu dem Gebäude, oder? War das nicht da? Links von uns sind doch safe noch welche. Sollen wir hochgehen? Links hoch? Können wir machen. Macht ja mehr Sinn, also das wäre schon der bessere Ort. Die haben es oben, 330 auf dem Baum oben. Ja, auf ja, Berg. Ja, ja, ja. Wenn ja, wir nah genug an den Berg rankommen, sehen die uns erstmal nicht. Hier kommt ein Airdrop direkt bei uns. Ja, den wollen wir aber nicht. Das sind 6 Leute noch. 4 Leute, also 2, also okay. Da die direkt gestorben sind, ist das da oben das Finale für uns. Ja, und war Shotgun, das heißt, die müssen auch da gewesen sein direkt. Granatwerfer noch. Sollen wir schießen? Sprung. Spreng nach rechts weg. Schießt mit dem Granatwerfer selbst runter. Oh Gott, ich bin nicht hinter dir. Runter, runter, runter. Okay. Oh fuck, ich habe einen niedergestreckt. Wir sind runtergefallen, scheiße. Ich versuche unter die Metalltreppe zu kommen, um mich zu heilen. Der eine muss down sein. Ist der runtergefallen? Ich sehe ihn nicht, nee. Nix heißen muss. Oben auf der Treppe sehe ich ihn laufen. Oben auf dem Holz. Nein, oh, holy shit. Der springt runter. Bitte. Na, ich konnte mich nicht mehr rechtzeitig umdrehen, leider. Also ich holy shit, der hat mir aber auch von oben mit der Shotgun direkt gegeben. Keine Chance. Das war eine spannende Runde. Das Ende war ein bisschen blöd, da habe ich ihn nicht getroffen. Und am Ende war ich zu langsam beim Drehen. Wie viele Kills hast du? 3. Ja, aber 9 Leute haben wir geholt. Schaut parallel noch bei Kundran jetzt vorbei. Dort gibt es eine weitere Folge Fortnite BR. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und tschüss.